Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute DuckTales. In unserem ersten Level, den wir uns gleich noch aussuchen werden. Ich muss nur erstmal überlegen, machen wir denn Easy, Normal oder Difficult? Ich glaube, wir fangen einfach mit Normal an. Da kann nichts schief gehen. So, wir können aussuchen, in welchem Land wir starten. Wir haben zur Auswahl Land Select, The Amazon, Transylvania, African Mines, The Himalayas und The Moon. Und an der Seite wird dann auch immer eingeblendet, was es da an Schätzen zu holen gibt. Hier ein Zepter, da eine Plakette, Amulett, keine Ahnung. In den African Mines einen Diamanten, in den Himalayas eine Krone und auf dem Mond den grünen Käse. Tick, Trick und Track stehen uns ja auch zur Seite, helfen bei der Auswahl allerdings nicht wirklich. Achso, und es wird noch oben auf der Landkarte gezeigt, wo genau das ist. Wobei ich das so ein bisschen lustig, weil eine Weltkarte erkenne ich da jetzt nicht so genau. Transsilvanien könnte genauso gut Dänemark sein. Und der Amazonas ist in China. Egal. Wir gehen streng, chronologisch hätte ich fast gesagt vor. Nein, streng die Liste nach vor und fangen am Amazonas an. Die Folgen haben eine berechenbare Länge, denn wie wir sehen, die Zeit läuft ab. Wir sind Onkel Dagobert und ja, sehen zunächst mal die Gegner spawnen direkt nach, wenn wir sie niedergemacht haben. Wir können drauf springen, aber wir müssen hier vorher, das ist das Schöne mit dem Stock, durch Tastendruck nach unten den Stock ausfahren, sonst passiert da nichts. Und einfach so auf Gegner drauf springen können wir nicht. Müssen immer alles mit dem Stock machen. Ja, abgesehen von drauf springen können wir den auch so schlagen. Und so sieht's aus, wenn wir getroffen werden. Links oben ist unsere Hitbox, unsere Trefferanzeige, mein Gott. Und man sieht in dem, jetzt kommen wir von der anderen Seite. In dem Normalmodus verlieren wir jeweils durch einen Treffer einen und wenn wir drei verloren haben, ist halt ein Leben weg. Und so Total P2, wir haben da wohl offensichtlich zwei Leben im Moment. Weil ich gerade mal recherchieren müsste, ob das Nullte dazu zählt. Nun ja, egal. Wir sammeln Schätze und, ah ja, da war zwischendurch eine Eiscreme dabei, die unser Leben wieder aufgefüllt hat, denn Onkel Dagobert ist Eiscreme, ich weiß es nicht. Na, und da verlieren wir wieder eins, weil dieser Gorilla so schnell ist. Je nachdem, welchen Schwierigkeitslevel wir spielen, fallen auch unterschiedlich viele oder wenige Sachen hier aus der Luft, wie zum Beispiel da und hier. Und wir konnten hier gleich links zurück nach unten. Das machen wir auch gerade mal. Das war jetzt eine Münze, mit der wir unbesiegbar werden. Ziemlich sinnlos, wir blinken dann so schön. Nebeneffekt des Blinkens ist übrigens, die Schlaganimation ist nur noch halb so schnell. Das hat mich damals schon verwirrt. Man kann also, wenn man hier schlagen will, läuft man vor was vor und drückt dann die B-Taste. Und wenn man es nicht weghauen kann, dann sieht das so aus. Und wenn man gerade unbesiegbar ist durch das Blinken, ist die Animationsdauer verlangsamt. Dann dauert das Schlagen länger. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. So, hier haben wir schon so etwas wie einen, naja, Geheimraum. So richtig geheim war er nicht, ne? Aber wo einer ist, ist bestimmt auch noch ein zweiter. Ich weiß noch, ich habe mich damals ziemlich gefreut, als ich die gefunden habe. Mein Gott, aber so gut versteckt sind sie jetzt nicht. Wir haben auf jeden Fall schon 154.000 Dollar gesammelt. Ich mache jetzt auch mal so richtig den Dagobert und versuche alles mitzunehmen, was da liegt. Übrigens noch ein lustiger Nebeneffekt, wenn ich mich hier oben in dem Anzeigefenster bewege, dann verschwindet die Anzeige. Ich weiß auch nicht, ob das gewollt ist oder ob das nicht anders ging. Hier kommt eines. Ah, über die Stacheln. Ja, da müssen wir jetzt mit dem Stock drüber. Und das hat mich damals echt lange Zeit gekostet, bis ich herausgefunden habe, dass man mit dem Stock auch, wenn man B wieder loslässt, kürzer springen kann. Da braucht man ein bisschen Übung für. Zwischendurch lasse ich mich nochmal von Sachen treffen, die ich eigentlich schon übersprungen hatte. Das ist eine schöne Stelle. Wir können hier, Moment, Kombination sozusagen. Oh. Und ich glaube, wir konnten hier an der Seite noch. Ah ja, da gibt's noch was. Viel zu sammeln. Also es lohnt sich echt bei jeder Gelegenheit, wo man denkt, da könnte der Entwickler was versteckt haben, hochzuspringen oder da lang zu laufen. Meistens ist da auch was. Ja, das war jetzt überflüssig. Da wäre ich fast wieder runtergefallen. Man merkt auch, ich mache nicht jeden Gegner platt. Das ist mit dem Zeitlimit auch gar nicht mal so sinnvoll. Denn durchkommen zählt und vor allem, man muss ja daran denken, dass das Zeitlimit, wenn man jetzt gegen den Endgegner kämpft, dann zählt das Zeitlimit ja auch immer noch und das muss man berücksichtigen. Und ich komme von Quacks Dings nicht
weg. Gut, jetzt wird die Folge doch ein bisschen länger. Ich glaube, die Sachen spawnen nicht alle neu. Das heißt, es bringt uns, es hilft uns jetzt nichts. Ne, hier, die Kisten sind weg. Wenn wir nochmal da unten den langen Weg nehmen, oder, na, länger ist er nicht, den Weg da unten nehmen, dann gehen wir mal oben lang zur Abwechslung. Gucken, was uns da so erwartet. War, glaube ich, auch nichts Schlimmes. Huch. Doch, Moment, ich glaube, hier kommt man noch irgendwo nach oben, ne? Das sieht dann der nächste, der sieht, ja, genau. Dann nehmen wir das auch noch mit. Das lohnt sich auch richtig. Wir haben schon 200. Oh ja, zwei rote. Das hätten wir vorhin schon machen sollen, als ich da Dagobert. Nein, nein. Ich habe mich schon gefragt, ob ich das diesmal vernünftig hinbekommen werde mit dem Controller, weil das, die Eingabeverzögerung von dem Emulator ist ja halt ein bisschen anders. Und deshalb hatte ich schon gedacht, dass das bestimmt ein Problem wird. Hab aber nicht damit gerechnet, dass das Problem dann in erster Linie dadurch besteht, dass ich mich an den Lianen hänge, wenn ich es nicht will. Oder halt hängen bleibe, wenn ich es nicht will. Das ist so ein bisschen neu. Nun ja. Egal. Man kann das hier mit dem Springen so ein bisschen timen, wann man springt, wann die nächste... Ich glaube, man braucht den auch gar nicht, ne? Doch, man kann es einfach so machen. So, so geht's. Wenn man die nämlich im Bild hat, hält... spawnt keine nach. Ich werde schon wieder fast draufgegangen. Hier ist das obligatorische Mensch. Das sieht aus wie eine Brücke, die einstürzt. Und ihr werdet es kaum glauben, es ist eine Brücke, die einstürzt. Ich weiß noch beim Probespielen damals. Ich hatte mal irgendwann auf dem Display auch Probe gespielt und habe mich da noch ziemlich darüber gewundert, wie ich denn jetzt Gegner platt machen soll, weil ich war das halt nicht gewohnt. Dass das nur mit dem Stock geht oder indem man Sachen auf sie draufschlägt. Man war das so von Mario gewohnt, dass man so drauf springen muss und das geht ja nicht. You want to live back to Duckburg, Mr. McD? Yes, A, B, no. Nein, ich will jetzt noch nicht zurück, weil... Secret Area. Der Grund, warum man zurück nach Hause kann, ist eigentlich relativ einfach. Man kann das Geld einlagern. Und wie gesagt, da wir natürlich das meiste rausholen wollen aus dem Spiel. Moment, hier geht's nicht. Hier ging es jetzt übrigens nicht weiter, falls man das noch versuchen möchte. Klappt nicht immer. Aber wir können Quack natürlich ein zweites Mal ansprechen. Und jetzt machen wir das auch. Wenn ich jetzt hier genau die richtige Anzahl von Dollars gesammelt habe, hätte er mich jetzt im Bonuslevel abgesetzt. Auch das muss man wissen. Und ich gucke vielleicht beim nächsten Mal nach, welche Zahl das war. War es eine glatte Zahl oder so? Ich weiß es nicht. Man konnte da jedenfalls noch das ein wenig ändern. So, wir haben die Amazonas dafür noch nicht freigespielt, also können wir da einfach normal rein und man sieht schon, ja doch, wir können es noch ein bisschen in die Länge ziehen und jetzt sind noch alle Sachen wieder da. Das bedeutet, wir sammeln wieder munter. Und ich glaube, Quack steht jetzt einfach nicht mehr da, sonst könnte man das ja endlos machen. Kannst du so ein bisschen seinen Highscore frisieren. Man hat es gerade schon gesehen, wenn ich mit dem Stock springe, wenn ich so ganz komisch auf eine Kante springe, dann funktioniert das nicht mehr. Also der Stock muss schon treffen. Das kann manchmal auch in die Hose gehen. Dann mach ich jetzt nochmal schnell. Wir wissen ja jetzt, was es alles Tolles hier gibt. Hey, loslassen. Schnelldurchlauf. Stopp. Ich muss echt nochmal nachgucken, was ich da für einen Wert brauche, um von Quack mitgenommen zu werden. Also von Quack abgesetzt zu werden im Bonuslevel. Und da muss ich noch überlegen, was man da machen konnte. Ich glaube, ich habe die Zahl damals auch nicht so oft getroffen. Achso, wenn man die Sachen übrigens zu lange liegen lässt, verschwinden die wieder. Man muss sich da so ein bisschen beeilen mit dem Einsammeln. Und zur Sicherheit, nein, ich glaube, hier kommt man nicht... Ne, hier kommt man nicht noch weiter. Da sieht man auch, da ist Ende. Man sieht so ein bisschen an dem hellgrauen Strich da von einem Grafikfehler, falls man den im Video noch erkennen kann. Hier ist auch einer. Und hier geht's weiter. Ich gehe wieder oben lang, da gab's mehr zu holen. Holen wir uns hier noch gerade wieder... Zwei rote Diamanten im Wert von je 50.000. Und springen voll in die Biene. Da muss ich noch... was habe ich denn hier? Wie kommen denn davon? Muss ich mal gerade hier hinten hochspringen?
Jetzt habe ich natürlich. Jetzt habe ich mir das weggenommen, wo die auf den kommen, ne? Na egal. Egal, wir lassen mal einen liegen. Ach ja, stimmt, hier war. Das habe ich mir auch nicht geholt, ne? Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich guck mal nach. Oh, ein roter Diamant. Ha, hätte ich den mal vorhin mitgenommen. Das ist jetzt ja. Da habe ich ja was. Herrgott. Da habe ich ja was verpasst. Naja, egal. Hallo? Also das mit. Das mit dem an der Liane hängen, das hatte ich doch bei Mario. Naja, das geht nicht. Das hatte ich bei Mario 2 doch schon, ne? Dass mich das so gestört hat. Es muss an dem. Das D-Pad ist schuld. Ich bin mir ziemlich sicher, das D-Pad ist schuld. Moment, ich sammle mal gerade meine. Na, das ist aber schlechtes Timing. Meine Biene, wollte ich sagen. Kann ich das nochmal machen? Immer noch schlechtes Timing. Besseres. Na, Gott. Ich krieg's nicht hin. Warte mal, kann ich hier nicht einfach so rüberspringen? Oh, oder ich mach's einfach platt. Wird auch langsam Zeit, ich habe ja nichts mehr. Ah! Da war wieder mein Sprung auf den. Nein, jetzt kommt die auch noch. Das Spiel ruckelt hier ein wenig. Das muss auch so. Und wir gehen wieder nach oben. Siehst du jetzt, sehen wir jetzt, Quack ist weg. Wir holen uns mal hier trotzdem alles nochmal. Da wäre wieder ein roter. Oh, 358.000. Also man sieht, wenn man einen Highscore jagen will, dann muss man Quack benutzen, um nach Hause zu fliegen. So, jetzt sind wir wieder voll. Und wir kommen zu einer weiteren schönen Stelle im Spiel. So eine klassische Indiana Jones Nummer. Und ich hänge schon wieder an der Liane. Muss ich mal überlegen, wie ich das gemacht habe immer. Ich glaube, ich habe so. Haha, wer schafft. Und hier gab es doch bestimmt wieder einen. Genau. Und die war. Ja, natürlich wachsen die auch nach. Die fand ich ziemlich gemein hier eigentlich, weil man kann diesen. Man kann ihm so schlecht ausweichen. Oh, Moment. Jetzt geht's. So geht's natürlich. Gut, dass ich das. Ja, komm her. Ja. 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 Das ist auch gut. Pay 300.000 to pass through here. Yes, A, B, no. Nein, wir sind Geizhals, das machen wir nicht. Wenn wir das machen, dann erscheint hier ein. Oh, hier ist noch was. Dann erscheint hier eine Plattform und wir können da hoch. So kommen wir leider nicht dran. Aber kein Problem, wir haben ja die Einheimischen dabei. Nehmen wir den einfach. Geld gespart! So, was gibt's hier? Use your cane to defeat the treasure keepers. Sehr wertvoller Hinweis. Ich habe in diesem Level nichts anderes gemacht, als meinen Stock zu benutzen und dein Hinweis ist jetzt, ich soll den Stock benutzen. Nun gut. Junger Mann, werde ich da mal drauf hören. Hier war jetzt wieder die Nummer, Moment. Krieg ich das getriggert? Ja. Na, krieg ich nicht. Okay, ich muss mich. Keine Chance, ich muss mich beeilen. Hier fällt mal die. Mir fällt die Decke auf den Kopf und ich bin nicht mal Asterix. So, sieht nach Endgegner aus. Moment, hier gab es bestimmt noch was, oder? Ja. Ah, hier nochmal Leben aufgefüllt. Perfekt. Ja. Und der Endgegner ist eine aztekische Statue. Und ja, ich muss den Schock benutzen, man glaubt es kaum. Ach ja, manchmal, wenn man aufkommt, während der Boden wackelt, dann funktioniert der Stock nicht mehr. Geschafft! Und wir haben $1 Million wertvollen Schatz gefunden. Und wir haben noch Zeit. Ich habe jetzt nicht mehr drauf geachtet, wie viel. Der Amazonas, wir haben insgesamt. Ja, fast 2 Millionen gesammelt. No. Geht. Amazonas können wir jetzt nicht mehr aussuchen, aber Transsilvanien, die afrikanischen Minen, der Himalaya und der Mond stehen noch zur Auswahl und das ist dann Stoff für eine weitere Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.